Ja, guten Abend, liebe Zuhörer, Zuschauer, Freunde der Astronomie. Ich halte heute den Vortrag über das erste Bild eines schwarzen Lochs. Und ich muss sagen, das ist wie immer eine sehr merkwürdige Situation. Man steht hier vor einer Kamera und guckt so in die Linse herein und da sitzen ein paar Leute auf der anderen Seite und man sieht keine Gesichter. Ich hoffe, dass wir hier miteinander etwas lernen werden. Für mich auch wieder neu. Ich habe das letzte Jahr ganz viele Vorträge gehalten über das Thema und dann kam Corona und dann war alles still auf einmal. Aber jetzt können wir zusammen hier uns nochmal auf den Weg machen, gemeinsam auf den Weg machen, zu schauen, wie dieses Bild entstanden ist. Ein Projekt, in dem ich seit vielen Jahren mit ja, beschäftigt bin, was auch gerade in dem Buch natürlich, was Sie vielleicht schon mitgekriegt haben, beschrieben wurde, dass ich geschrieben habe, Licht im Dunkeln. Und wo ich Sie ja mitnehmen möchte auf eine Reise durch das Weltall. Und dieses Bild des ersten, das erste Bild eines schwarzen Lochs ist natürlich keine Einzelleistung, sondern das war eine Leistung, die von vielen gemeinsam erreicht wurde, eigentlich mit der ganzen Welt. Wir haben die ganze Welt gebraucht, um das Bild zu machen. Und wir haben es auch mit vielen Kollegen aus der ganzen Welt gemacht. Hier sehen wir eine Aufnahme von Mitgliedern des Event Horizon Telescope Konsortiums, die sich in Nimwegen, das war 2018, damals getroffen haben, wo wir gerade das erste Bild wirklich hatten und es gemeinsam diskutiert haben in unserem Kollaborationsmeeting mit Instituten aus der ganzen Welt. In Deutschland zum Beispiel das Max-Planck-Institut in Bonn und die Universität in Frankfurt und natürlich in Europa das IRAM-Institut in Grenoble und in den Niederlanden die Radboud-Universität, von der ich komme. Und viele andere Gruppen, auch in ganz Europa, die da inzwischen beteiligt sind, auch maßgeblich inzwischen sehr, sehr viele Beiträge liefern. Worum geht es? Es geht um schwarze Löcher. Ich werde nicht groß erklären, was schwarze Löcher sind. Es sind unglaublich viel Materie in einem sehr kleinen Raum zusammengepresst und sodass der Raum und die Zeit, die Raumzeit in der Nähe dieser schwarzen Löcher in extremster Weise gekrümmt ist, wie wir das von Einstein her gelernt haben, dass Materie den Raum krümmt und zwar so extrem, dass ab einem bestimmten Punkt keine Information mehr entkommen kann an dem sogenannten Ereignishorizont. Da, wo Licht verschwindet, nicht mehr herauskommt, wo Materie hineinkommt, nicht mehr herauskommen kann. Sozusagen die Grenze unseres Wissens und die Grenze eigentlich unserer Physik auch erreicht ist. Aber bis zu diesem Punkt wollen wir gerne kommen. Und dieser Ereignishorizont. Und der ist gegeben, eigentlich nur durch die Masse des schwarzen Lochs. Ein schwarzes Loch ist eigentlich das einfachste Objekt im Universum. Es wird eigentlich nur beschrieben durch seine Masse, wie viel hineingefallen ist an Materie, Energie, Licht, was es auch ist. Das alles zählt zusammen in einem großen Topf. Das ist die Masse, die Energie, sozusagen die Schwerkraft des schwarzen Lochs, die Krümmung der Raumzeit. Das ist das, was schwarze Löcher beschreibt. Und wie schnell es eben rotiert. Alles andere spielt keine Rolle. Und je größer, je schwerer ein schwarzes Loch ist, desto größer ist es auch, desto größer ist der Ereignishorizont. Und wenn wir gucken, wo im Universum schwarze Löcher zu finden sind, dann finden wir sie als Endprodukt der Entstehung von Sternen. Das heißt, wenn ein großer Stern explodiert, dann wird der innerste Teil zusammengepresst, kollabiert immer weiter und irgendwann ist die Schwerkraft so groß, dass keine Kraft der Welt den Kollaps weiter aufhalten kann und der Stern kollabiert immer weiter. Das hat man erst theoretisch gezeigt, dann hat man eigentlich Supernova-Explosionen, die kennt man schon länger, aber in großen Supernova-Explosionen werden solche schwarzen Löcher und auch Neutronensterne gemacht, die sozusagen Vorstadien sind oder Vorformen von schwarzen Löchern sind, entstehen in Sternexplosionen, aber in Zentren von Milchstraßen, da wo Millionen Sterne sehr dicht geballt beieinander kommen, wirklich im Kern einer Milchstraße. Da kann es passieren, dass viele kleine schwarze Löcher zu einem großen zusammenschmelzen, zu einem riesen Monster
wachsen und dann noch weiter Materie hineinströmt, interstellares Gas, Staub und so weiter. Und diese schwarzen Löcher werden riesig, riesengroß. Und je größer die Milchstraße, desto größer das schwarze Loch. Die größte Milchstraße in unserer kosmischen Nachbarschaft ist die Galaxie M87, eine elliptische Galaxie, tausende Milliarden von Sternen, die da um ein gemeinsames Zentrum kreisen. Die ist wahrscheinlich entstanden dadurch, dass viele Galaxien miteinander verschmolzen sind und auch die schwarzen Löcher im Zentrum sind wahrscheinlich dann miteinander verschmolzen. Das ist ungefähr in einem Abstand von 55 Millionen Lichtjahre ist diese Milchstraße sozusagen in dieser, ja, das ist ja schon die kosmische Nachbarschaft, das ist unser Vorgarten noch, kosmologisch gesehen. Und da ist das eigentlich das Riesenmonster, das größte schwarze Loch in unserer Nähe. Und dann gibt es noch ein zweites schwarzes Loch, was riesig ist und in unserer Nähe ist. Und das ist natürlich das schwarze Loch im Zentrum unserer eigenen Milchstraße, im Zentrum der Galaxie, in the center of the Milky Way, wie das so schön auf Englisch heißt. Und für die Entdeckung dieser kompakten Masse im Zentrum unserer Milchstraße haben natürlich gerade Reinhard Genzler und Andrea Ghez ihren Nobelpreis bekommen für den Nachweis einer dunklen, kompakten Masse im Zentrum von Galaxien. Und das ist etwas, was man schon seit den, schon eigentlich seit der Entdeckung der Quasare vermutet hatte. Dass es schwarze Löcher, riesenschwarze Löcher in den Zentren von Milchstraßen geben sollte. Und wenn es die damals im frühen Universum gab, in großen Entfernungen, sollten sie auch in den nahen Galaxien in unserer Umgebung sein, also auch im Zentrum unserer eigenen Milchstraße. Und in den 90er Jahren hat man viele Hinweise gefunden, dass in den Zentren von Milchstraßen wirklich irgendwas Schweres, Kompaktes ist und den besten Beweis dafür, dass so eine dunkle Masse in einer Galaxie existiert, ist im Zentrum unserer Milchstraße. Und wenn wir da mal hineinzoomen in so ein Bild unserer Milchstraße, zoomen wir durch den Staub und die Staubwolken in der Scheibe unserer Milchstraße hindurch, dann sehen wir einen zentralen Sternhaufen von, wir haben Millionen Sternen, die da ums Zentrum kreisen. Und ganz im Zentrum sehen Sie hier Aufnahmen, die von der Genzel-Gruppe kommen. Sehen wir, dass die Sterne über einen Zeitraum von einigen Jahrzehnten bewegen. Also das sind Aufnahmen hier, eine Filmaufnahme, wo man sozusagen jedes Jahr hingeschaut hat und man sieht, dass sich im Zentrum Sterne bewegen, teilweise mit 10.000 Kilometern pro Sekunde. Und sie alle bewegen sich um ein gemeinsames Zentrum. Und dieses Zentrum ist, wir sehen hier ein Beispiel nochmal von einem Stern, der auf seiner wunderschönen elliptischen Bahn ums Zentrum kreist. Und davon kann man ableiten mit den Gesetzen von Kepler, die auch die Bewegung von Planeten um die Sonne beschreiben. Ja? Wie schnell, in welchem Abstand sich ein Planet um die Erde bewegt, hängt nur ab von der Masse der Sonne und dem Abstand eben. Und wenn wir hier den Abstand und die Geschwindigkeit messen können, direkt sehen können, dann können wir auch die Masse messen. Und das sind 4 Millionen Mal die Masse der Sonne konzentriert in dieser Radioquelle im Zentrum. Und diese Radioquelle ist auch seit den 80er Jahren eigentlich bekannt. Sie heißt Sagittarius A Stern. Und wenn wir da hineinzoomen in dieses wunderschöne Radiobild unserer Zentrum unserer Milchstraße, die zentralen paar hundert Lichtjahre, und dann gehen wir wirklich ins Zentrum, wo wir dann in den Bereich reinkommen von der Größe unseres Sonnensystems eigentlich nur mit Radioteleskop, dann sehen wir, dass da eine ganz kleine, na gut, also klein für astronomische Maßstäben, immer noch viel größer als die Sonne, eine Radioquelle gibt, wo Radiostrahlung kommt aus einem sehr kleinen Raum. Und alle Sterne drehen sich um diese Radioquelle. Und deswegen ist das eigentlich das beste Beispiel dafür, für so ein super schweres Objekt im Zentrum einer Milchstraße, eben wahrscheinlich ein schwarzes Loch. In M87 ist das ähnlich. Diese Milchstraße ist auch seit den, ich glaube 1918 ist sie eigentlich bekannt für ein etwas interessantes Eigenschaft, nämlich dass es nicht nur ein großer Nebel war, übrigens etwas, was auch Amateurastronomen gut beobachten können mit einem eigenen Teleskop, sondern dass da aus dem Zentrum was herauskommt, so ein Strich zu sehen ist. Und das ist auch so ein Plasma-Jet, wie wir das heute wissen, wo heißes Gas aus dem Zentrum der Milchstraße hinausschießt und eigentlich eine ganze riesengroße Blase von Gas füllt. Das ist wie ein gigantischer Feuerspucker im Zentrum einer Milchstraße.
Und alles hat seinen Ursprung genau im Zentrum. Und wenn man da hinschaut und guckt, was die Sterne machen, auch die bewegen sich mit einer großen Geschwindigkeit von vielen tausenden Kilometern pro Sekunde. Und man kann ausrechnen, dass dort eine Masse sein sollte, die sogar noch viel größer ist als die im Zentrum unserer Milchstraße, nämlich eben ein paar Milliarden Mal der Masse unserer Sonne konzentriert in einem kleinen Punkt dort im Zentrum der Milchstraße. Nun, wenn es ein schwarzes Loch ist, dann ist die Frage, wie sieht das aus? Diese Messungen, die ich bisher gezeigt habe, sagen, dass da eine Masse ist. Aber was ist es wirklich? Was ist dieses Objekt? Und charakteristisch eigentlich für die Raumzeitkrümmung, die schwarze Löcher machen, ist, dass Licht abgebogen wird. Ja, so wurde ja auch die Relativitätstheorie als erstes bewiesen, nämlich durch die Ablenkung von Sternenlicht entlang der Sonne während einer Sonnenfinsternis, die berühmte Eddington-Expedition. Also Licht wird durch eine Masse abgelenkt. Licht läuft nicht mehr auf geraden Bahnen, sondern läuft auf gebogenen Bahnen. Und bei schwarzen Löchern passiert das eben in extremster Weise, dass Licht abgebogen wird und tatsächlich, wenn es dann den Ereignishorizont trifft, für immer verschwindet und dafür sorgt, dass das schwarze Loch größer wird. Und das ist ein Effekt, der auch schon 1916, nur wenige Monate nach der Aufstellung der allgemeinen Relativitätstheorie durch Albert Einstein, ausgerechnet wurde, und zwar als erstes durch David Hilbert. Und er hat ausgerechnet eben die Bewegung von Licht und hat gefunden, wenn das Licht auf einer bestimmten Entfernung vorbeifliegt an einem schwarzen Loch, damals gab es den Begriff schwarzes Loch ja noch gar nicht, man hatte nur mal eine Punktmasse ausgerechnet. Wenn Licht also ankommt, dann wird es abgebogen. Es gibt einen bestimmten Radius, wo Licht sich dann auf einer Kreisbahn bewegen würde. Es würde also nie ins schwarze Loch fallen und auch nie in die Unendlichkeit gehen, wenn es genau mit der richtigen Entfernung angeschossen kommt. Ja, also dieser sogenannte Photonenring, den Photonenorbit, den es um schwarze Löcher herum gibt. Und das bedeutet, dass wenn Licht sehr viel näher kommt oder ein kleines bisschen näher kommt, endet es im Ereignishorizont. Und wenn es weiter weg ist, dann kann es entkommen. Und das führt dazu, dass ein schwarzes Loch so aussieht, wie man sich das vorstellt, nämlich als schwarzes Loch. Schwarze Löcher kann man ja nicht sehen. Die strahlen selber nicht, das schwarze Loch selber strahlt nicht. Es ist Gas drumherum, das strahlen muss. Gas, das hineinfällt, das das schwarze Loch heiß macht, dass es anstrahlt. Das schwarze Loch selber äußert sich nur dadurch, dass es Licht ablenkt und Licht verschluckt. Und deswegen ist das Charakteristische, was man von einem schwarzen Loch eben sehen kann, nicht das Loch selber, ja, das Loch im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sehen einen Schatten. Wir haben das in dieser Arbeit von im Jahr 2000 den Schatten des schwarzen Lochs genannt, weil wir damals herausgefunden hatten, dass das Zentrum unserer Milchstraße bei bestimmten Radiowellen, nämlich im Millimeterwellenlängenbereich, von allen Seiten angestrahlt werden müsste. Und das gerade im Submillimeterbereich, was sind Wellenlängen von einem Millimeter, das sind Strahlen bei 200 Gigahertz Radiostrahlung, sehr hochfrequente Radiostrahlung, dass da Licht aus der direkten Nähe des Ereignishorizonts kommen sollte, von Gas, was hineinfällt bzw. herausschießt kurz in so eine Plasmajet. Und dieses Radiolicht sollte das schwarze Loch von allen Seiten anscheinen. Und was wir dann sehen, ist eben das fehlende Licht, diesen Schatten umgeben von einem Ring, der mal ein Stückchen größer, ein Stückchen kleiner sein kann, abhängig davon, wo die Strahlung genau herkommt. Aber im Großen und Ganzen aus diesem bestimmten Kreis herkommt. Und der Schatten, der ist immer, das Dunkle hat eigentlich immer die gleiche Form. Und das war eine Vorhersage, die wir gemacht haben, wo wir gesagt haben, jo, da im Zentrum von Sagittarius A-Stern, da muss man hinschauen mit Millimeterwellen, Teleskopen und zwar in einer sehr hohen Auflösung, um dann diesen Schatten sehen zu können, um dann zeigen zu können, dass es ein großes schwarzes Loch ist. Und dieser Schatten, wie ich schon am Anfang gesagt habe, der Durchmesser davon hängt ab von der Masse. Wer sich auskennt, der Schatten hat typischerweise einen Durchmesser von 5 Schwarzschildradien. Ein Schwarzschildradius ist 2 mal g mal m durch c Quadrat, aber das jetzt nur für die Experten. Also 5 Schwarzschildradien. Und das war eben die Vorhersage. In den Jahren danach wurde dann deutlich, dass das
schwarze Loch im Zentrum der Galaxie M87 auch ein interessanter Kandidat sein könnte. In den 90er Jahren war die Masse noch viel kleiner geschätzt, nur 2 Milliarden Sonnenmassen, dann wäre sie zu klein gewesen, um sie zu entdecken. Danach waren es 3 Milliarden und die letzten Schätzungen in den Jahren 2010 herum waren auf einmal 6 Milliarden. Und wenn es wirklich 6 Milliarden Sonnenmassen sein sollten, so wie die Messungen es nahegelegt hatten, dann wäre es tatsächlich auch sichtbar. Und wir haben das Ganze simuliert im Computer, mit wie so ein schwarzes Loch aussieht. Man lässt magnetisiertes Gas auf so ein schwarzes Loch fallen. Es rotiert beinahe mit Lichtgeschwindigkeit. Die Magnetfelder werden aufgewickelt und es schießt so ein Plasmajet heraus. Das können wir heute in Supercomputern relativ gut simulieren und die charakteristischen Eigenschaften von schwarzen Löchern reproduzieren. Nämlich diese Plasmajets mit ihrer Radiostrahlung. Ups, jetzt ist dann hier das Bild nicht mehr so schön. Das können wir reproduzieren. Und das war die Vorhersage, die wir 2016 publiziert haben. Ein heller Ring mit einem dunklen Schatten im Zentrum von einer bestimmten Größe. Und zwar wären das, wieder für die Astronomen, die sich damit auskennen, 40 Mikrobogensekunden. Also ein Winkelmaß am Himmel, das sagt, wie klein etwas ist. Ja, hier, das wären vielleicht, weiß nicht, 20 Grad, 30 Grad, und wenn ich kleiner gehe, dann wäre immer 10 Grad und dann wird es noch kleiner, 1 Grad und dann Bogenminute, Bogensekunde. Und dann haben wir 40 Mikrobogensekunden. Das ist ein extrem kleiner Winkel, den wir sehen würden. Es entspricht, ich benutze immer das Gleichnis vom Senfkorn, was immer auch ein Stück Hoffnung beinhält, ein Senfkorn in New York, das man von Köln aus, wo ich jetzt gerade hier bin, in meinem Zuhause, in Frechen, bei Köln. Also in New York wäre ein Senfkorn so groß wie dieses schwarze Loch in 55 Millionen Lichtjahre Entfernung. Und wir haben uns aufgemacht, dieses Objekt zu beobachten. Nicht nur das, sondern auch das Zentrum unserer Milchstraße natürlich und ein paar andere Quellen. Und 2017 war es dann soweit in dieser globalen Kampagne mit 8 Teleskopen auf 6 verschiedenen Bergen. Warum auf den Bergen? Weil die hochfrequente Radiostrahlung in der Atmosphäre, unserer Atmosphäre absorbiert wird durch Luftfeuchtigkeit, durch Wasserdampf. Je höher ich bin, desto dünner die Atmosphäre, desto trockener oft die Luft und desto besser möglicherweise auch die Wetterbedingungen, weil oft die Wolken zum Beispiel unter der Bergspitze sind. Also ich möchte über den Wolken sein. Und es waren diese Teleskope in Chile, in Mexiko, in Arizona, in Hawaii und in Spanien auf dem Pico Veleta. Und das eigentlich Erstaunliche, bei all dem war, dass das Wetter in diesen 10 Tagen, in denen wir beobachtet haben oder beobachten wollten, am Ende war es dann fast nur eine Woche, eigentlich perfekt war. Also es war überall auf der Welt die meisten Tage super Wetter, so gut wie wir es nie davor hatten bei Testexperimenten und seitdem auch nicht mehr hatten. Also das war schon das kleine Wunder der Wissenschaft, das Glück, das man auch haben muss, um so ein Experiment erfolgreich zu machen. Das ist das, was wir auf dem Berg haben, unter anderem. Das sind, was wir links sehen, sind so Racks, in denen Kisten drin sind mit jeweils 8 Festplatten. Und diese Festplatten haben wiederum 6 oder 8 Terabyte Datenspeicher, sodass wir dann teilweise 64 Terabyte Daten haben in so einem Modul. Das ziehen wir dann raus, dann haben wir mehrere davon und die können wir dann hin und her schicken, weil die Daten von den Radioteleskopen werden dort gespeichert auf diesen Festplatten. Im Keller ist eine Atomuhr, die genau sagt, wann sind die Radiowellen angekommen. Wir speichern also digital die Radiowellen auf den Festplatten und bringen dann hinterher die Daten zusammen. Das sind ein paar Bilder von den Teleskopen, wie gesagt, Mexiko, Arizona, Hawaii, Südpol, Spanien und Chile, wobei man dazu sagen muss, vom Südpol aus kann man M87 nicht sehen, weil es eine nördliche Quelle ist. Das heißt, da war die immer unter dem Horizont. Das hat dann bei den Beobachtungen von M87 nicht teilgenommen. Wie funktioniert das Ganze? Nun ja, jeweils 2 Teleskope bilden ein Paar und man guckt aus verschiedenen Perspektiven eigentlich an den Himmel.
Und was man technisch macht, ist, man überlagert die Radiowellen. Die Radiowellen kommen an als Wellen und dann überlagert man die. Und wenn man sie genau richtig überlagert, dann addieren sie sich konstruktiv. Ja? Wenn ich sie ein bisschen verschiebe, nur gegeneinander, dann überlagen sie sich destruktiv. Und das führt dann zu einem wunderschönen Interferenzmuster, wie wir das nennen, was wir hier sehen können. Und dieses Interferenzmuster, diese Überlagerung dieser Wellen von zwei Teleskopen, das gibt mir eine Information, wo genau die Quelle am Himmel ist und wie groß sie ist und was da passiert. Es ist also so ein, ja, wie gesagt, ein Interferenzexperiment. Wenn man dann viele Teleskope zusammen hat und die Erde bewegt sich, das heißt, die Orientierung der Teleskope relativ zueinander, relativ zur Quelle, verändert sich, dann kriegt man mehr und mehr Informationen. Wenn man das zusammensetzt, kann man die Struktur und das Bild der ursprünglichen Quelle wieder zusammensetzen. Hier haben wir das simuliert und Sie sehen sozusagen, was das Ergebnis der Bildrekonstruktion ist aus den Daten. Das ist nämlich eine Teekanne. Das war ein simuliertes Bild offensichtlich, es war kein schwarzes Loch, aber wenn es eine Teekanne gewesen wäre im Zentrum von M87, hätten wir das gut sehen können. Es war keine Teekanne. Insofern ist das auch schon mal ein wichtiges Ergebnis. Und was da passiert mathematisch, ist übrigens nicht viel anders oder ist eigentlich exakt das, was auch in normalen Teleskopen passiert. Ein normales Teleskop, da werden die Wellen reflektiert in einem Spiegel und dann fokussiert und wir sozusagen messen die Radiowellen im Spiegel oder in der Linse und das Fokussieren machen wir dann im Computer. Aber eigentlich exakt so, wie es eine Digitalkamera letztlich auch machen würde, mit optischem Licht zum Beispiel oder eben ein Teleskop mit Radiowellen. Jetzt möchten wir noch mal diesen einen Moment vielleicht miterleben, wie das war, als wir ins Schwarze Loch hineingezoomt haben. Das ist der Film, den wir gezeigt haben bei der Pressekonferenz, als wir dann endlich nach vielen Arbeiten das Bild hatten. Wir fangen an jetzt fehlt hier natürlich der Ton, schade. Der war eben da, jetzt nicht mehr. Wir zoomen hinein in das Sternbild der Jungfrau und dann taucht eigentlich aus dem Dunkeln des Kosmos die Galaxie M87 auf, die hier umgeben ist von dieser riesen Radioblase, die alles aus dem Schwarzen Loch herausgeschossen kommt. Dann sehen wir die Hubble-Aufnahmen dieses Jets, den wir weiter verfolgen, indem wir nun weiter hinschalten zu anderen VLBI-Aufnahmen, zu Radioaufnahmen. Es geht immer weiter, immer tiefer hinein, bis dann endlich dieser Ring erscheint, der Donut haben ihn manche genannt. Also für mich war es das schönste Bild, was ich gesehen habe in der Astronomie, weil es eigentlich genau dem entsprach, was wir immer in unserem Kopf hatten, was wir vorher schon simuliert hatten. Und auf einmal sahen wir das in echt, mit dem dunklen Schatten im Zentrum und den Ring drumherum. Und wie Sie vielleicht vorher gesehen haben, all die anderen Aufnahmen davor mit diesem Jet und so weiter wurden mit exakt der gleichen Technik gemacht, allerdings bei anderen Radiowellenfrequenzen, die sozusagen von weiter außen kamen. So eine Struktur haben wir eigentlich nie gesehen in allen Beobachtungen von Schwarz-Loch-Kandidaten. Erst wenn man zu einer ganz hohen Frequenz geht, wenn man ganz nah ans Schwarze Loch reingeht, da wo Licht abgebogen wird, da taucht dieser Ring auf. Und das ist auch ein ganz starkes Argument, das uns sagt, dass das schon was ganz, ganz Besonderes ist. So einen Ring sieht man nicht alle Jahre. Und es ist kein kleiner Ring, es sind 100 Milliarden Kilometer Durchmesser, das, was wir da sehen, also größer als unser Sonnensystem, zumindest größer als die Planetenbahn. Und das Schwarze Loch selber, der Ereignishorizont, ist ja kleiner, nicht? Weil das Schwarze Loch, dieser Schatten, wird ja vergrößert durch die Linsenwirkung des Schwarzen Lochs. Und auch dieser Schatten ist ungefähr, ja, oder das Schwarze Loch selber, der Ereignishorizont, ist tatsächlich so groß, wie Voyager gekommen ist. Also wirklich der äußerste Rand des Sonnensystems. Ich habe nur eine halbe Stunde und wir sind schon fast am Ende. Ich kann gar nicht alles erzählen, was wir in diesen zwei Jahren zwischen den Beobachtungen und der Publikation der Ergebnisse gemacht haben. Es sind 250 Seiten Fachartikel geschrieben worden über dieses eine Bild. Ich glaube, es sind noch nie so viele Seiten geschrieben worden über ein Bild wie über dieses. Aber wir haben
wirklich intensiv geguckt, stimmt das, was wir da sehen? Ist es robust? Könnte es was anderes sein? Was Sie oben sehen zum Beispiel, sind drei verschiedene Algorithmen, wirklich unabhängige Softwarepakete, mit denen man VLBI-Daten oder Bilder machen kann. Nicht? Wie man sozusagen dieses Fokussieren und Kalibrieren und weiß ich was von Daten macht. Und auch die Artefakte herausholt, die immer in solchen Aufnahmen drin sind. Und alle drei kamen zu demselben Ergebnis. Auch unabhängig voneinander kommen sie zu denselben Ergebnissen. Und wir hatten auch vier verschiedene Tage innerhalb dieser Woche, die wir beobachtet haben. Und viermal kam wirklich das Gleiche heraus, mit nur ganz leichten Änderungen vom Anfang zum Ende. Und das erwarten wir auch, weil sich sozusagen, es dauert teilweise 3 Wochen für das Material, um sich einmal um das schwarze Loch zu bewegen, weil es ja so groß ist. Und was wir auch gemacht haben, das haben wir dieses Jahr publiziert, vor ein paar Monaten, wir sind zurückgegangen zu den alten Daten, die wir schon hatten, aus den Jahren 2009, 2011, 2012. Damals gab es nicht 8 Teleskope, sondern es gab nur 3. Und mit 3 Teleskopen kann man keine Bilder machen. Aber wenn man ein Bild hat, kann man gucken, sind das Bild, was wir 2017 gemessen haben, ist das konsistent mit den Daten, die in den vorherigen Jahren gemessen worden sind. Und was wir feststellen, ist, dass tatsächlich dieselbe Struktur eigentlich schon damals vor 10 Jahren da war, aber wir konnten halt noch keine wirklichen Bilder machen. Aber wir können zumindest sagen, dass die Ringgröße sich in diesen 10 Jahren so gut wie nicht verändert hat, sondern innerhalb der Fehlerbalken, die wir haben, mehr oder weniger konstant geblieben ist. Und das ist schon ein sehr starker Hinweis darauf, dass das, was wir da sehen, ist nicht irgendwie eine Supernova-Explosion oder sowas, die wäre auch viel zu schwach auf der Größe, auf der Entfernung. Oder es ist irgend so ein Rauchring in einem Jet, der da nach draußen fliegt. Na, der wäre nach wenigen Wochen weg gewesen. Hier ist etwas, was wirklich über Jahre, Jahrzehnte hinweg konstant ist und eine Eigenschaft wirklich des schwarzen Lochs sein sollte. Wir haben das natürlich auch verglichen mit Simulationen. Ich hatte die Simulationen gezeigt, die wir als Vorhersage hatten. Wir haben dann noch eine ganze Bibliothek von Simulationen gemacht, von schwarzen Löchern. Wie können die aussehen? Wie können wir irgendwas ändern? Können wir die Astrophysik ändern? Was passiert dann? Und in fast allen Fällen bleibt der Schatten so, wie er ist. Alle astrophysikalisch sinnvollen Modelle geben diesen Schatten her mit Größenordnungen, die wir auch sehen. Und man kann das hier sehen, indem wir sozusagen rechts ein Modell sehen und links die echte Beobachtung. Wenn wir dann das Modell durch eine simulierte VLBI-Beobachtung schicken, also simulierte Beobachtung mit dem Event Horizon Teleskop, dann sehen wir, dass es natürlich dieses wunderschöne, scharfe Bild wird unschärfer und unschärfer, aber es sieht dann genauso aus wie das, was wir beobachtet haben. Also das, was wir modellieren können, was wir simulieren können im Computer, passt haargenau zusammen mit dem, was wir beobachtet haben. Und das gibt uns noch weitere, eine Sicherheit, dass das, was wir da sehen, dass wir das auch einigermaßen verstehen, auch wenn wir natürlich nicht alle Details von schwarzen Löchern verstehen können. Jetzt kann man hingucken und sagen, okay, was ist denn jetzt, was lernen wir zum Beispiel daraus? Und das hier ist eine Folie, die ist wirklich nur für Experten. Das ist ein Paper, das jetzt erst vor einem Monat herausgekommen ist, in PhysRef Letters publiziert worden ist. Und man kann zeigen, dass die Größe dieses Ringes, die Größe dieses Schattens eigentlich eine ganz bestimmte Größe, Eigenschaft der Raumzeitkrümmung misst und bestimmt. Und für die Experten, das ist die zeitähnliche Teil der Kernmetrik wird dadurch gemessen. Und wir können dadurch messen, ob die Theorie von Einstein wirklich gut unsere Welt beschreibt. Man kann sagen, Einstein hat beschrieben, wie Gravitation funktioniert. Und die Theorie beschreibt, wie die Planeten um die Sonne sich drehen. Er beschreibt auch, wie der Merkur sich um die Sonne dreht. Also in dem Bereich im Sonnensystem beschreibt Einstein die Theorie, beschreibt die Wirklichkeit sehr, sehr genau. Und zur ersten Näherung ist das eine perfekte Beschreibung der Wirklichkeit. Aber was passiert, wenn wir jetzt zu einer
weiteren Größenordnung geht, wo, dahin gehen, wo wirklich noch stärkere Effekte eine Rolle spielen. Wie gesagt, für die Experten, die zweite post-newtonianische Erweiterung sozusagen von Einsteins Theorie. Und da stellen wir fest, dass schwarze Löcher auch, und zwar viel besser, die Theorie noch beschreiben oder genauer wiedergeben als jeder Test im Sonnensystem. Also das, was wir machen, ist 500 Mal besser, beschreibt es die Relativitätstheorie oder bestätigt sie, als zum Beispiel bestimmte Tests im Sonnensystem. Und dadurch sind wir jetzt eigentlich schon mal einen Schritt weiter gegangen in Tests von der Relativitätstheorie, die man nur machen kann in der Nähe von schwarzen Löchern. Und was natürlich auch interessant ist, wir sind jetzt in einem Zeitalter angekommen, wo wir zum ersten Mal in der Nähe des Ereignishorizonts Astrophysik betreiben können. Ja, sogar auch Physik betreiben können, indem wir natürlich etwas beobachten an physikalischen Effekten. Wir sehen den Schatten des schwarzen Lochs, wir sehen das Licht, wie es abgebogen wird und wir messen auch Gravitationswellen. Das haben Sie sicher auch gehört, hat ja auch schon einen Nobelpreis gegeben, ich glaube 2015 oder 17 oder sowas. Auch die Gravitationswellen kommen genau aus dem Bereich, wo unser Lichtring produziert wird. Und wir können dadurch sozusagen nach stellaren schwarzen Löchern hören, ja, weil die Gravitationswellen, die werden momentgemessen von kleinen schwarzen Löchern. Das sind zwar immer noch schwarze Löcher von der Größe 20 mal, 30 mal, 60 mal der Masse unserer Sonne, aber im Vergleich zu dem Monster in M87 sind es kleine schwarze Löcher. Und wir können nach M87 können wir schauen. Und die Physik, die Theorie von Einstein beschreibt eben die Umgebung des Ereignishorizonts auf der Skala von kleinen schwarzen Löchern und auf der Skala von schwarzen Löchern, die 8 Größenordnungen, die 100 Millionen mal größer sind. Und das ist auch eine ganz wichtige Vorhersage der Relativitätstheorie, dass sie skalenvariant ist, dass sozusagen es keine besonders ausgezeichnete Masse gibt. Die muss funktionieren für stellare schwarze Löcher. Die funktioniert für uns hier auf der Erde zum Glück, sonst würden wir in den Weltraum fliegen. Und sie funktioniert bei schwarzen Löchern, die riesige Massen und Dimensionen haben. Also das ist schon ein erstaunlicher Fortschritt in der Forschung und in der Bestätigung der Theorie, die wir haben. Wir hoffen natürlich, irgendwann mal eine Abweichung zu sehen, um festzustellen, ob Einstein vielleicht doch nicht in allen Bereichen das letzte Wort ist. So, ich bin nur 2 Minuten länger, als ich durfte. Ich will eben zusammenfassen. Wir haben mit dem Event Horizon Telescope den Schatten eines schwarzen Lochs gesehen. Die Größe, die Form, die Struktur, alles passt eigentlich zu den Vorhersagen unserer astrophysikalischen Modelle und natürlich in erster Linie der Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie. Das Objekt ist, das wir messen, das können wir dadurch ableiten, ist kleiner als dieser Photonenorbit, also kleiner als dieser Kreis, in dem Licht im Kreis herumfliegt. Es ist sozusagen der beste Hinweis, der beste Nachweis eines superschweren, supermassereichen schwarzen Lochs. Also wenn wir zurückgehen und gucken auf die Messungen von Gensel und Gaze, die im großen Abstand von schwarzen Löchern gemacht worden sind, so sind wir jetzt einen Faktor 1000 näher dran und wir können sozusagen in den Schlund schwarzer Löcher sehen. Wir fangen an, Physik damit zu machen. Wir machen jetzt Raumzeitphysik. Ich habe mal gesagt in einem Editorial gerade, wir gehen jetzt in ein Zeitalter der Raumzeitphysik. Letztes Jahrhundert war das Zeitalter der Teilchenphysik. Jetzt greifen wir sozusagen den letzten großen Bereich an, die Raumzeit, diese zu verstehen. Alles, was wir sehen, passt mit den Theorien zusammen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil wir schauen bis zum Ereignishorizont, wir sehen den Schatten des Ereignishorizontes, aber die Frage ist, ob wir den jemals überschreiten können. Und da kommen wir dann an die Frage der Verbindung von Quantenphysik und Relativitätstheorie. Die Quantenphysik sagt, ja, da gibt es Möglichkeiten, doch über den Ereignishorizont hinweg zu korrespondieren, allerdings in einer Form, die wahrscheinlich praktisch uns keinen wirklichen Nutzen bringt. Nichtsdestotrotz
Und genau diese Ideen zu überprüfen, die kann man nur eigentlich am Rand von schwarzen Löchern. Und aber es kann eben sein, dass wir da nie viel weiterkommen werden. Also es könnte auch sein, dass das dieser schöne Erfolg, den wir jetzt haben, unser letzter gewesen ist und danach so eine Wüste der Theorie ist, die wir nicht lösen können oder von Fragen. Aber die Natur hat uns immer wieder überrascht, deswegen wäre ich mal nicht so depressiv. Wir wollen natürlich weitermachen. Wir werden, was wir machen wollen in der Zukunft, ist, die Astrophysik besser zu verstehen. Wie werden zum Beispiel Magnetfelder aufgewickelt am Rand von schwarzen Löchern? Das kann man durch Polarisationsmessungen herauskriegen. Können wir einen Film machen davon? Können wir das Zentrum unserer Milchstraße abbilden? Wie sieht das aus? Sehen wir da auch einen Ring? Also das sind noch Fragen, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen werden. Das bringt mich ans Ende. Nochmal eine Werbung in eigener Sache. Wenn Sie das alles mal nachlesen wollen im Detail und auch besser erklärt, als ich das jetzt in der halben Minute machen konnte und mit noch einer kleinen Geschichte der Astronomie dabei und noch vielleicht auch den großen Fragen, die am Ende des Buches stehen, dann kann ich das Buch Licht im Dunkeln empfehlen. Ist gerade ausverkauft, aber es wird kräftig nachgedruckt, sollte also spätestens Ende der Woche beim Buchhändler Ihres Vertrauens sein. Und wenn Sie immer noch Spaß haben an schwarzen Löchern und wie die auf großen Skalen funktionieren, dann schalten Sie in 2 Tagen nochmal ein. Abonnieren Sie den Kanal Faszination Astronomie Online des Hauses der Astronomie. Dann können Sie noch weitere spannende Vorträge hören. Ich bedanke mich und werde jetzt die Fragen beantworten, die ich jetzt hier aufgeschrieben bekomme. So, kurze Pause. Jetzt muss ich eine Brille aufsetzen, jetzt muss ich nämlich lesen. Ist denn gesichert, dass bei super massereichen schwarzen Löchern viele kleine schwarze Löcher zu einem großen verschmolzen sind oder gibt es Alternativen? Sehr gute Frage. Die Antwort ist, natürlich ist das nicht gesichert. Wie wirklich super große schwarze Löcher entstehen, ist eine große Frage. Eine der Möglichkeiten ist tatsächlich, dass bei der Entstehung von einer Milchstraße, ich viele Sterne und gerade die schweren Sterne im Zentrum habe, weil die schweren sinken nach unten, explodieren, werden Supernovae, bilden schwarze Löcher. Das heißt, ich habe viele kleine schwarze Löcher in den Zentren einer Milchstraße und die verschmelzen dann, kollabieren zu einem größeren schwarzen Loch. Und dann im Laufe der Zeit werden nicht nur Sterne da hineinfallen, dann wird auch Staub hineinfallen, Gas hineinfallen, werden 2 große schwarze Löcher miteinander verschmelzen. Also ein riesenschwarzes Loch hat sicher eine sehr interessante Vorgeschichte, wie es dazu geworden ist. Es gibt auch Ideen, dass es schwarze Löcher von Anfang an gab im Universum, dass sie dann sozusagen größer geworden sind. Dass es einen kompletten Kollaps am Anfang gab, wie sozusagen ein Superstern, der kollabiert zu einem schwarzen Loch. Mir scheint das erste Szenario, das ich gerade beschrieben habe, so das einleuchtendste, logischste, das einfachste, das muss passieren auf jeden Fall. Vielleicht gibt es noch andere Ideen, die am Ende dann richtiger sind, aber ich vermute mal, es geht in die Richtung. Ja, Frage, wird der AGN-Jet, also das, was da rausgeschossen kommt aus dem Zentrum einer Milchstraße, weiter außen neutralisiert, ist also kein Plasma mehr? Falls ja, in welchem Abstand zum Loch? Also man muss erklären, was da ins schwarze Loch hineinfällt, bewegt sich mit fast Lichtgeschwindigkeit, wird aufgeheizt, erreicht Temperaturen von 100 Milliarden Grad, wird extrem heiß und dann werden Protonen, Elektronen, also die Atome auseinandergeschlagen. Dann habe ich Protonen, Elektronen als lose Teilchen. Ich habe keine Atomkerne mehr. Auch die Atomkerne werden auseinandergeschlagen. Und das nennt man ein Plasma. Das Plasma ist neutral, das ist also nicht geladen. Was dann aber passiert, wenn das Gas wieder abkühlen sollte, dass dann Protonen, Elektronen zusammenkommen und dann wieder Wasserstoff bilden. Das kann am Rand sozusagen ganz weit außen passieren, da wo das Gas von schwarzen Löchern oder dieses heiße Plasma sich mischt mit dem restlichen Gas auf einer Skala von Tausenden. Na gut, bei M87 fängt das schon bei Tausenden von Lichtjahren an. Da gibt es schon
Wechselwirkung mit diesem Plasma und ganz weit außen kann es bis zu 10.000, bei großen schwarzen Löchern sogar Millionen Lichtjahren werden. Was man auch wissen muss, ist, erstaunlicherweise ist eigentlich das gesamte Universum, alles, was da draußen zwischen den Milchstraßen ist, auch ionisiert. Also das heißt ionisiert, wenn sozusagen Elektronen, Protonen auseinandergerissen sind. Insofern ist gar nicht mal sicher, dass, wenn das Gas abgekühlt ist, dass es überhaupt wieder zu Wasserstoff wird. Aber im kleinen Maße wird das sicherlich passieren in der Wechselwirkung zwischen dem heißen Gas und der Galaxie. Ist jetzt aber, glaube ich, kein so besonders wichtiger Effekt, weil die Masse, die da drin ist in diesen Plasmajets, ist relativ gering. Wichtiger ist seine Energie, dass also dieser Jet, wenn der rausschießt, der schiebt Gas zusammen. Ja, der deponiert auch Energie. Der kann also schon dafür sorgen, dass zum Beispiel die Entstehung neuer Sterne verhindert oder auch induziert wird. Also das ist eher der größere Effekt. Wie kann man den Drehimpuls eines schwarzen Lochs beobachten? Auch eine sehr gute Frage. Es ist gar nicht so einfach. Also wir können im Schatten gar nicht genau sehen und nicht so einfach sehen, ob das schwarze Loch jetzt dreht oder nicht. Wenn ein schwarzes Loch sich selber dreht, also Materie, die dreht, fällt hinein und sorgt dafür, dass dann der Raum dreht. Ja, das ist der Drehimpuls eines schwarzen Lochs, führt dazu, dass der Raum sich mitdreht. Also auch die Erde, die sich ja dreht, sorgt auch ein Stück dafür, dass der leere Raum sich ein Stückchen mitdreht. Ja, also wenn ein Satellit um die Erde kreist, wird ein klitzekleines bisschen durch die Schwerkraft der Erde mitgedreht, beziehungsweise durch die Rotation der Raumzeit. Wir können es dadurch sehen, dass zum Beispiel also die Größe des Schattens ändert sich relativ wenig, erstaunlicherweise, weil das Licht einmal links, einmal rechts dran vorbeifliegen muss. An der einen Seite kommt es etwas näher dran, an der anderen Seite aber muss es weiter weg. Das kompensiert sich so einigermaßen. Ein schnell rotierendes schwarzes Loch sieht asymmetrischer aus. Eine Seite wird heller, weil das Licht sozusagen viel näher am schwarzen Loch vorbeischießt, sozusagen stärker auch gebündelt wird. Also in dieser Asymmetrie könnte man es sehen. Man kann es vielleicht sehen, dadurch, dass Material mit rotieren muss in einer bestimmten Art und Weise, dass es schneller rotiert um schwarze Löcher herum. Also die Frage, wie man das genau misst, ist tatsächlich eine... Es gibt viele Effekte, aber welche, die man einfach beobachten kann, die gibt es nicht. So, also es ist tatsächlich eine schwierige Herausforderung, das zu tun. Zu Sagittarius A Stern. Ist es gesichert, dass dort ein Jet herausgeschossen wird? Das schwarze Loch hungert ja mit winzigen Bruchteilen der Eddington-Rate. Ich sehe schon, hier sind wirklich nur Experten im Publikum. Nein, es ist nicht gesichert, dass ein Jet herausgeschossen kommt. Das ist die Theorie, die meine Gruppe, die ich seit 25 Jahren vertrete, dass die Radiostrahlung tatsächlich die eines Plasma-Jets ist. Warum? Wenn man sich die Radioeigenschaften von Sagittarius A-Stern anguckt, es hat so ein bestimmtes Radiospektrum, flaches Radiospektrum, sehr kompakt, ist exakt das, was man in allen anderen Schwarzlochkandidaten auch sieht. Und da kommt es immer vom Jet. Und auch in M87 sehen wir letztlich sozusagen den Fußpunkt des Jets da, wo das Plasma herausgeschossen wird. Und wahrscheinlich ist es genau in diesen Jets, wo das Gas auch nochmal heißer wird, sodass es sehr effizient Radiostrahlung macht. Wir sehen auch in den Variationen der Radiostrahlung, dass sozusagen wenn es zum Beispiel mal so einen Ausbruch gibt, dass mal irgendwo mehr Gas ankommt, das wird sehr viel heller, dann wird das erst bei hohen Frequenzen heller und dann wandert es langsam zu niedrigen Frequenzen. Und wir wissen, dass die niedrigen Frequenzen weiter außen sind. Also ein Ausbruch in der Radiostrahlung wandert von kleinen Skalen zu großen Skalen, von innen nach außen. Und das ist typisch für das, was ein Jet macht. Aber bewiesen ist das nicht und es ist auch sehr schwer, das zu beweisen, weil wir die Auflösung nicht haben, um genau zu sehen, wie die Struktur ist. So, jetzt muss ich mal weiter gucken. Können wir demnächst noch auf Bilder von anderen schwarzen Löchern hoffen, zum Beispiel von Sagittarius A-Stern? Hoffen darf man immer. Das ist die sicherlich richtige Antwort. Nein, wir arbeiten an Sagittarius A-Stern. Wie das aussehen wird, kann ich Ihnen nicht verraten.
Wir haben Daten, wir haben gute Daten von 2017, die werden wir sicherlich publizieren. Ich verspreche das immer, ich sage immer, in diesem Jahr wird es publiziert. Ich kann Ihnen versichern, dieses Jahr wird es nicht mehr publiziert werden, aber hoffen wir mal auf das nächste. Ja, steckt sicherlich auch eine Menge drin. Was wir da sehen werden, kann ich Ihnen nicht sagen. Das Problem ist mit Sagittarius Stern, dass das Plasma rotiert. Und das haben wir auch schon vorher gezeigt, dass das eine große Herausforderung ist. Wenn es rotiert, kann es variabel sein. Und dann ist es relativ schwer, eindeutige Bilder zu machen. Und das ist eben die große Herausforderung, sich sicher zu sein, was sieht man genau und was kann man da glauben. Wir arbeiten auch an anderen schwarzen Löchern. Es wird sicherlich demnächst irgendwann eine Publikation geben zu, wir haben ja schon Quasare publiziert, 3C279. Centaurus A haben wir beobachtet. Das ist auch eine sehr interessante Quelle in 3,5 Millionen Parsec entfernt. Wo wir hineinzoomen können. Aber in keiner dieser anderen Quellen haben wir die Auflösung, um wirklich den Schatten des schwarzen Lochs zu sehen. Wenn wir den Schatten sehen wollen, dann sind wir beschränkt auf diese beiden Objekte, Sagittarius und M87. Es sei denn, wir gehen irgendwann in den Weltraum. Und das ist etwas, was ich jetzt übersprungen habe aus Zeitgründen. Wir haben gute Ideen oder schöne Ideen, wie man mit wenigen Teleskopen, mit 3 Teleskopen im Weltraum wirklich super scharfe Bilder machen kann von schwarzen Löchern. Und dann könnten wir auch mehr sehen. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also in den nächsten 100 Jahren könnten wir eigentlich Millionen schwarzer Löcher und deren Schatten sehen, wenn wir das wollten. Ist nur eine Frage des Geldes am Ende, ja. Könnten wir auch jetzt schon. Also wenn wir das wirklich wollten, wäre das jetzt schon möglich, das zu tun. Es dauert natürlich ein bisschen, bis man das hochgeschickt hat, aber es ist möglich. Licht im Photonenorbit müsste sich doch als eine Kugelschale um das schwarze Loch herum konzentrieren. Schauen wir genau auf die Rotationsebene und sehen daher einen Ring? Nein, ja. Also es, genau wie Sie sagen, das tatsächlich sehen wir nicht einen Ring, sondern wir sehen eine Schale. Ja? Und wenn Sie eine transparente Schale von Licht haben oder von Gas oder was auch immer und schauen das von der Seite an, dann sehen Sie in erster Linie einen Ring. Sie sehen, und das sieht man auch in den Modellen, man sieht auch, dieser Schatten ist ja nicht dunkel, der ist nicht schwarz. Ja? Da ist nur weniger hell. Was Sie sehen, ist sozusagen der Randeffekt. Wenn Sie sozusagen durch eine Schale gucken und schauen auf den Rand, dann haben Sie sozusagen mehr Licht, ne, weil sie tangential durch dieses Licht hindurchfliegen. Das ist also entlang des Sehstrahls ist mehr zu sehen, als wenn Sie sozusagen radial von vorne drauf liegen. Da habe ich eine dünne Schale, ja, und wenn ich sozusagen von der Seite, angehen wir mal so, ja, das wäre ein Teil meiner Schale, ich fliege hier durch, dann ist das Stückchen Licht, was ich mitnehme. Wenn die Schale aber von der Seite sehe, dann fliege ich entlang des Randes der Schale und dann habe ich sehr viel mehr Licht, was ich sehe. Also es ist tatsächlich so eine Art, bei Sternen sagt man Limp-Darkening-Effekt und es gibt so einen Limp-Brightening-Effekt eigentlich. So könnte man es auch verstehen, ja. Aber es ist tatsächlich eine Schale, eine Lichtschale, die das ganze schwarze Loch umgibt. Ja, sehr, sehr gut bemerkt. Befindet sich das schwarze Loch einer Galaxie in deren Massenschwerpunkt oder nur in deren Nähe? Also ich bin wirklich, also ich merke, dass Sie wirklich alle schon offensichtlich viele Vorträge gehört haben. Das sind tatsächlich auch alles ja, sehr, sehr gute Frage, auch eine nicht ganz gelöste Frage. Das schwarze Loch befindet sich nicht unbedingt exakt im Zentrum einer Milchstraße. Warum? Weil Milchstraßen was Dynamisches sind. Die wackeln hin und her. Ja, wie so ein Wackelpudding eigentlich. Ja, also man könnte sich das vorstellen wie so eine Kirsche oder sowas in einem Wackelpudding, im Zentrum eines Wackelpuddings und der Wackelpudding wackelt hin und her. Und auch das schwarze Loch innen drin kann sich so ein bisschen hin und her bewegen. Also nein, das ist nicht unbedingt ein Zentrum, aber schon immer ungefähr in der Nähe. Es sei denn, man hat so ein Verschmelzen zweier Milchstraßen, dann könnte es sogar passieren, dass ein schwarzes Loch hinausgeschossen wird. Ja. Aber in unserer Milchstraße ist es ungefähr in der Nähe und es ist auch relativ
im Zentrum des Kugelsternhaufens in unserer Milchstraße. Es gibt auf großen Skalen noch bestimmte Asymmetrien in unserer Milchstraße, dass vielleicht etwas mehr Sterne und Staub auf einer Seite sind als auf der anderen. Also wenn man das als Maßstab nehmen würde, könnte es leicht daneben liegen, aber es ist nur ein kleiner Effekt scheinbar. Ich hatte schon ein wenig im Fernsehen davon gesehen. Dabei sagten sie, dass M87 so groß ist, dass hineinfallende Masse nicht spaghettisiert wird, sondern im Ganzen bleibt. Wie ist das möglich? Das hängt natürlich davon ab, wer hineinfällt. Und zwar, das hängt schlicht und ergreifend damit ab, wie groß ist das, was hineinfällt, im Vergleich zum schwarzen Loch selber. Warum wird etwas spaghettisiert in stellaren schwarzen Löchern? Die sind 10 Kilometer groß. Ja, 10 Kilometer ist groß und ein Mensch ist relativ klein gegenüber der Größe einer Stadt, aber nicht verschwindend klein. Ja, und die Anziehungskräfte in der Nähe eines schwarzen Lochs sind natürlich extrem. Wir nennen das Gezeitenkräfte, weil wenn ich in ein schwarzes Loch hineinfalle, dann werden meine Füße natürlich etwas stärker angezogen als mein Kopf, weil je näher ich dran bin, desto stärker ist die Anziehungskraft, beziehungsweise die Krümmung der Raumzeit. Bei kleinen schwarzen Löchern ist der Effekt eben extrem. Dann werde ich über die Länge meines Körpers werde ich auseinandergezogen. Wenn ich aber bei einem riesengroßen schwarzen Loch bin, wie das von M87, was so groß ist wie unser ganzes Sonnensystem, dann bin ich wirklich ein Punkt, ja, im Vergleich zu der Größe des Ereignishorizontes. Und die Krümmung des Raumes über die Länge meines Körpers ist relativ klein. Das heißt, ich werde vielleicht ein bisschen auseinandergezogen, aber nicht so weit, dass ich spaghettifiziert werde. Das gilt auch für Sterne. Wenn ein Stern unserem schwarzen Loch in die Nähe kommt, wenn es nah genug ist, wird es auseinandergezogen, auseinandergerissen. Die Erde zum Beispiel würde, soweit ich weiß, da bin ich nicht ganz sicher, wahrscheinlich hineinfliegen können oder dran vorbeifliegen können, ohne komplett auseinandergerissen zu werden. Und bei M87 können auch Sterne eigentlich in der Nähe schon vorbeifliegen, ohne, das ist jetzt Quatsch, also nicht am Ereignishorizont, aber in bestimmten Abständen da vorbeifliegen, ohne auseinandergerissen zu werden. Auch Sterne, Entschuldigung, ich nehme das hier wieder zurück, ist kein Quatsch, weil Stern ist natürlich ein sonnengroßer Stern oder kleiner, könnte bei M87 vorbeifliegen und würde zwar gequetscht und so auseinandergebeult, aber würde wahrscheinlich nicht auseinandergerissen werden. Also große schwarze Löcher sind ungefährlicher. Wir haben zwar eine größere Schwerkraft, aber es ist angenehmer, da hineinzufallen. Und man hat mehr davon, weil es dauert was länger, bis man dann endgültig zerquetscht wird im Zentrum der Singularität. Kann ein schwarzes Loch auch dunkle Materie schlucken? Klare Antwort, ja. Es schluckt alles, auch dunkle Materie. Das macht es Licht, dunkle Materie, alles kann da hinein. Ja. Ist das EHT-Konsortium noch so zusammengesetzt aktiv wie zum Aufnahmezeitpunkt 2017? Das sind zwei Teile. Es ist im Großen und Ganzen immer noch so zusammengesetzt. Es hat Änderungen gegeben. Wir erneuern uns auch. Also es gibt viele Leute, die vielleicht vorher in der zweiten Reihe gestanden haben, die nun aktiver sind. Die Hauptinstitutionen sind dieselben. Es gibt aber eine ganze Reihe, auch gerade in Europa, viele Institute, die auch viel intensiver jetzt mit dabei sind. Also im Großen und Ganzen würde ich fast sagen, wir sind breiter geworden, diverser geworden, das, was sehr schön ist. Die ganz große Finanzierung, die wir in Europa mal hatten, die haben wir nicht mehr. Die Amerikaner haben eine sehr, sehr gute Finanzierung von 20 Millionen Dollar. In Europa ist es so ein bisschen verteilt. Also da sind wir nicht auf Rosen gebettet, was die Finanzierung angeht. Aber es sind eben viele Leute, die dazu beitragen. Es war tatsächlich so, dass man auch sagen kann, dass wir 2019, 2020 auch nochmal so eine Phase der Selbstfindung hatten, wo wir uns auch nochmal neu strukturieren müssten. Es gibt ein neues Management-Team, einen neuen Direktor,
Projektwissenschaftler. Also da haben wir uns auch wieder ein bisschen neu gefunden. Auch die Strukturen intern werden angepasst. Aber es sind im Großen und Ganzen eigentlich dieselben Leute mit noch ein paar Neuen und Jungen dazu. Und das macht eigentlich im Moment sehr viel Spaß, würde ich sagen. Also das, wir sind da auf einem guten Weg. Man muss ja auch sagen, wir sind 2017 offiziell erst gegründet worden und waren direkt schon im größten Sturm, den man sich vorstellen kann. Und dann, ich glaube, war 2019 auch eine Phase mal des Durchschnaufens eben. Aber jetzt sind wir wieder voll dabei. Bei der Teekanne war der Ereignishorizont aber bestenfalls zu erahnen. Wir legen also die bekannten Theorien zugrunde, um das Bild schön zu rechnen und freuen uns dann, dass die Theorien passen. Nein, das ist natürlich Quatsch. Das Bild, das wir gemacht haben, benutzt gar keine Theorie. Das benutzt nur Standard-Bildverarbeitungsverfahren, die seit 40 Jahren in der Interferometrie eingesetzt werden. Das höre ich immer wieder, aber das stimmt nicht. Es gibt die Möglichkeit, wenn man weniger Daten hat, also ne, das galt für 2017, da macht man ein Bild, das ist völlig unabhängig von der Theorie. Wir benutzen dann die Theorie natürlich, um zu gucken, wie genau können wir zum Beispiel die Masse bestimmen. Ja, wie genau verstehen wir, was da ist. Also man muss ja immer Daten mit Theorie vergleichen. Ja, also wir machen das Bild und vergleichen es dann mit den Theoriesimulationen. Das haben wir 2017 gemacht. Wenn wir über die Daten reden von vor 10 Jahren, 2009, 11, 12, dann ist es in der Tat so, dass man sagen muss, okay, wir können kein Bild machen. Wir wissen nicht, wie es aussieht. Wir nehmen dann im Prinzip das Bild oder sogar noch einfacher eine Simulation, ein Modell des Bildes von 2017 und gucken, ob es die Daten erklärt und können gucken, ob zum Beispiel hätte es sein können, dass in 2019, 11, 12 der Ring größer war, wenn wir mal davon ausgehen, dass es ungefähr ein ähnliches Bild war. Und da stellen wir eben fest, dass es ist im Prinzip das Gleiche rauskommt. Also dass der Ring nicht größer geworden ist. Aber wir könnten tatsächlich da keine Bilder machen, weil wir nicht genug Teleskope haben. Ja? Aber es ist nicht so, dass wir die Simulationen nötig haben, um ein Bild zu machen. Nee, nee. Wir benutzen sie, um die Ergebnisse zu testen. Das machen wir. Welche Art von Singularität besitzt das schwarze Loch? Hat es eine Ring- oder Punktsingularität? Ja, auch eine sehr gute Frage. Also formal gesehen wissen wir es ja nicht, denn ein nicht rotierendes schwarzes Loch, Schwarzschild-Lösung, hat eine Punktsingularität und wenn ein schwarzes Loch rotiert, hat es eine Ringsingularität. Wir können im Moment den Spin, die Rotation des schwarzen Lochs nicht genau messen. Es ist aber unwahrscheinlich, dass ein schwarzes Loch überhaupt nicht rotiert. Also irgendwie rotieren muss es ein kleines bisschen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass eigentlich jedes schwarze Loch eine Ringsingularität hat und dann kann man sich das tatsächlich so vorstellen, dass die Masse sozusagen nicht in einem einzigen Punkt, sondern in einem unendlich dünnen Ring zusammenfällt. So kann man sich das bildlich vorstellen. Wenn man sich das so klassisch vorstellen würde, dann wäre ein maximal rotierendes schwarzes Loch, ja, wo das sozusagen mit maximalem Spin rotiert, wäre ein unendlich dünner Ring mit dem Durchmesser oder der Größe des Ereignishorizontes. Ja, sozusagen am Ereignishorizont rotiert. So, das wäre so ein klassisches Bild für ein rotierendes schwarzes Loch. Ja, also das sozusagen alles in einem Punkt ist eigentlich eine Vereinfachung, die man aus pädagogischen Gründen macht. Es ist eigentlich immer so eher ein Ring. Und in Wirklichkeit natürlich noch komplizierter, weil man hat den Ring, der sich gebildet hat, plus alles andere, was gerade noch reinfällt und daneben und drumherum ist. Das heißt, auf kleinstem Niveau würde es immer ein klein bisschen anders aussehen. Ja. Keine weiteren Fragen. Gut, das ist ja eine Punktlandung. Genau 19:59 Uhr. Und wir sind am Ende
dann des Abends angekommen. Ich bedanke mich für die aufmerksamen Fragen, die sehr detaillierten, klugen Fragen. Ich habe mich gefreut, dass ich auch mal wieder einen Vortrag halten konnte. Auch wieder neue Erfahrung. Und wie gesagt, wenn Sie Interesse haben an weiteren Vorträgen, dann schauen Sie auf diesen YouTube-Kanal, den können Sie abonnieren, Faszination Astronomie, und dann am Donnerstag, 19. November, die Brotzeit für schwarze Löcher. Auf Wiedersehen, einen schönen Abend und bis wir uns vielleicht mal in echt sehen. Wiedersehen.